bin gerade unterwegs in einem Seat Leon Cupra, in dem Fall Baureihe 1P. Diese Fahrzeuge verfügen serienmäßig über 265 PS und 440 Newtonmeter. Es handelt sich hierbei um einen Vierzylinder Ottomotor mit Turboaufladung. Ja, warum ich hier ein kleines Video mache, einfach nur mal kurz wieder das Thema: Man kriegt diese Fahrzeuge schon für kleines Geld. Wir liegen hier ungefähr so bei ab 7000 Euro, 8000 Euro in einem passablen Zustand schon in der Zwischenzeit mit knapp über 100.000 Kilometer. Wenn jemand da ein bisschen mehr möchte, geht es auch natürlich Richtung 10 und drüber. Aber man bekommt ein Fahrzeug mit viel Platz, ein Fahrzeug, das sehr, sehr viel Spaß macht. Muss man definitiv sagen, wir haben hier gerade einen 6-Gang Handschalter und es macht wirklich richtig, richtig Laune. Ja? Wenn man hier was macht, rein nur softwaretechnisch, das heißt, man lässt die Hardware-Serie, wie es ist, und ändert nur das Kennfeld, also quasi den Datenstand von der Motorsoftware, liegt man so im Schnitt bei 310 bis 320 PS und knapp 100 Newtonmeter mehr, das heißt statt 350, 450 Newtonmeter, ist für dieses Fahrzeug kein Problem. Kann der Motor, macht er. Wenn man noch diverse Hardware verbaut, dann ist auch noch mehr möglich. Das heißt, wenn ich Ladeluftkühler verbaue, wenn ich eine Downpipe verbaue, wenn ich ein Ansaugsystem verbaue, wegen mir noch ein Upgrade-Kit für die HD-Pumpe etc., dann geht es hier Richtung 350, 360 und auch Richtung 500 Newtonmeter. Natürlich ist hier wieder die Frage, was lohnt sich? Wo möchte man hin? Wie viel Geld möchte man investieren? Ich bin der Meinung, für jemanden, der ein preiswertes Fahrzeug will, mit ein bisschen Leistung reicht eine ganz normale Stufe 1 ohne Hardware und dann ist man erstmal versorgt. Ja, wie gesagt, das Fahrzeug macht richtig viel Spaß als Handschalter und ja, auch hier drinnen natürlich, es ist Plastik. Es ist ganz klar, es fühlt sich alles nicht 100% wertig an, aber ganz ehrlich, für das, was man an Auto bekommt, was es kann, für das Geld finde ich es vollkommen in Ordnung. Es fährt sich gut, es liegt gut auf der Straße, es klingt gut und es macht richtig, richtig Laune. Das ist in meinen Augen die Hauptsache. Ja. Morgen sind wir mit diesem Fahrzeug auf dem Leistungsprüfstand und dann wollen wir schauen, was das Fahrzeug an Leistung bringt. Ja. Wie schon gesagt, ich habe es angesprochen, ich schätze mal, wir liegen knapp irgendwo um 310 bis 320 PS und 450 460 Newtonmeter, das ist auch das Ziel, wo wir hinwollen in der Stufe. Ladeluftkühler, Ansaugung, Pumpe etc. ist alles Serie. Turbolader auch, lediglich eine andere Downpipe ist verbaut. Allerdings noch eine Downpipe, die leider noch zwei Katalysatoren hat. Ja, können wir jetzt drüber streiten. Die meisten EWG-Downpipes, die haben nur noch eine. Und das am Unterboden, das oben einfach am Turbolader Entlastung ist, die Downpipe leider nicht. Allerdings war die schon oder wurde vom Kunde verbaut. Das heißt, wir haben hier mit der Hardware überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Hier ging es rein nur um die Software-Geschichte. Das heißt, eine gesunde Stufe 1, die sauber funktioniert, die sauber läuft. Und im Nachstep wird es noch ein Video geben. Das kommt aber erst nächsten Monat zum Thema Schubknallen. Jo. Bin ich mal gespannt. Ist auch ein großes Thema, wo immer drauf angesprochen wird. Ich habe meine Meinung da auf kundgetan, deswegen wisst ihr sie bereits. Im Rahmen alles in Ordnung und so wird man es hier auch machen. In dem Fall wieder auf die Klimatasche legen, dass man das natürlich auch deaktivieren kann und auch ganz normal im Alltag normal fahren kann. Jetzt hoffe ich nur, dass man bei der Dämmerung trotzdem noch ein bisschen was sieht, aber ich gehe und hoffe doch mal oder gehe mal stark davon aus, dass es so ist. Ich werde euch morgen mitnehmen auf den Leistungsprüfstand und ich bin gespannt, was rauskommt. Ich freue mich drauf, euch mal wieder ein Prüfstandsvideo mit Hinfahrt, mit Rückfahrt. Da geben wir nochmal die Möglichkeiten durch. Dann gibt es ein Video vom Prüfstand. Wir haben ein Messgerät dabei, um ein paar Zeiten zu locken. Dass wir einfach mal eine Hausnummer kriegen, wo liegt man denn überhaupt. Und dann werde ich euch mitnehmen und da freue ich mich drauf. Ich
Ich hoffe, ihr euch auch. Jetzt wünsche ich euch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns in diesem Fall dann im nächsten Video, in dem Fall auf dem Prüfstand. Bis bald. Ciao.